Hallo! Na, wie geht's? Bin jetzt entmutet. Hörst du mich? Mir geht's ganz gut. Nichts ist scheiße. Hab mich wieder beruhigt. Vorhin war ich richtig wütend, weil ich hab, wie soll ich sagen? Ist das jetzt besser, wenn die Musik erstmal... Ach Mann, ey. Funktioniert hier aber auch gar nichts. Ich bin erstmal gleich wieder da. Weil ich erstmal mich noch drauf einstellen muss, gedanklich erstmal ein bisschen. Bin gleich wieder da, richtig. Aber trotzdem kann man mit mir reden. Das war heute sau anstrengend. Busverspätung. So eine verdammte Scheiße. Ich hatte heute komplett Busverspätung gehabt. Stadt, Bus, Wo war ich erst um 17 Uhr? 30 erst zu Hause. Bin heute total saumüde und alle. Und trotzdem Minecraft zocken, das kann ich nicht einfach sein lassen und streamen. Das kann ich nicht. Ich muss eine Beschäftigung haben. Damit es mir besser geht, weil Livestreams machen ist für mich irgendwie wie eine Sache, wo es mir dann nachher besser geht. Ohne Scheiß, dann fühle ich mich immer nachher wieder besser. So, die Musik. Oh, bin ich in der richtigen oder in der verkehrten Richtung? In der richtigen. Bin total müde. Mein Tag, das ist heute auch soweit ganz gut. Na, das werde ich mal sehen, was ich. Oh! Alter. Ich will da nicht hin. Da hingehen in die Kirche. Was macht der weiße Wim mit mir? Ich kann widerstehen. Soll ich mal gucken, wie weit das Raumschiff schon geworden ist? Hier hinten. Von Fabrando. Wenn er dann nicht on ist. Oder wie sieht's aus? Ich mach gleich. Ich werde den Server irgendwann mal umbenennen. Aber das, was da drauf steht, das stimmt alles gar nicht mehr. Denn ich habe es schon gesehen mit Verbrando hier oben da hinten, das mit den Dingen. Das ist da ganz hinten hier. Irgendwo. Hoffentlich verfliege ich mich jetzt nicht.
falls doch, da kann ich, kann man sich ja hier noch orientieren. Dann, ich lege jetzt auch los, wieder richtig weiter. Kannst du. Der Server ist gerade leer. Außer ich ist kein anderer drauf. Wenn du mir sagst, welchen Accountnamen du hast in Minecraft und welcher Name das genau ist, dann würde es funktionieren. Womit braucht der Server lange? Alter. Dann suche ich dich mal bei Xbox gleich. Ich mach so. Öffne das hier. Ich gebe dich mal ein bei bei Xbox hier. Vielleicht finde ich dich ja. Oh nee. Oh nee, ey. Wieder diese. Oh. Ich schau mal hier. Ja, ich hab dich drinne. Oh nee, ey. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Hier. Ich muss jetzt erstmal wieder. Und hier ist der Name von Texture Pack noch unten dran. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ach, knack. Oh, mein rechter linker Knöchel knackt eigentlich. Das große. Der da offline. Löschen. Jetzt muss ich den Server wieder laden. Und dieser Server, der hier läuft, der ist niemals aus, wenn ich rausgehe. Der läuft und läuft und läuft. 24 Stunden. Ohne, dass er aus ist. Ist dunkel. Ich stelle die Uhrzeit mal auf Day und ich kann dich jetzt auch einladen.
Mann, komm jetzt mal. Mann, ey. Scheiß Opfer-Server, Alter. Ich muss erst mal gucken, wo du genau bist, weil hier sind Freunde drin, hier und so. Ah, da bist du! Jetzt bist du auf den Server offiziell, das Mitglied. Hallöchen, Verbrando. Phoenix, beeil dich, sonst ist der Server nämlich voll. Du hast noch eine Chance. Ja, mir geht's gut. Hab den Bus noch rechtzeitig gekriegt. Ja, dann bin ich seit ungefähr... Mir geht's soweit gut. Dann komme ich schon mal zum Spawn. Der Spawn ist gleich direkt hier vorne. Ich bin gleich da, Phoenix. Ich komm... Oh. Falsche Richtung hier lang. Mann, ey, der Server ist heute so ein kleiner Dödel. Ich bin jetzt hier... Hallo? Jetzt bist du offiziell in der Serverfamilie. Was ist denn jetzt passiert? Ist bei dir das Internet gecrashed? Ich hab dich gar nicht rausgeschmissen aus dem Server. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du bist jetzt offizielles Mitglied des Servers. Offiziell. Und das hier ist der Hauptspawnpunkt. Und das hier ist alles, was gebaut worden ist. Das hat Verbrando mal gebaut. Darunter ist eine Bahn. Dann hat hier Baggermensch was gebaut. Und Entenkopper, der hier gebannt ist. Entenkopper ist hier auf dem Server gebannt. Was soll ich zuerst zeigen? Den Pool, Villa oder was möchtest du sehen? Ich kann ja auch mal hier was zeigen. Das kann ich machen. Dazu muss ich erstmal noch hier ganz hinten gehen. Ganz weit hinten. Denn in Minecraft-Chat ist alles extrem verzögert. Und hier, da hinten, hier ist ein großes Bauwerk hier. Wenn du willst, kann ich dich ja mal hierher tp'en, hierher.
oder da hier, das Bauwerk hat mal, ich weiß nicht wer gebaut, das hat Anime Lord gebaut. Das hier alleine hat Anime Lord gebaut. Du bist ja auch herzlichst eingeladen, hier was zu bauen, hier auf den Server. Weil der Server ist für uns alle da. Keine totale Zerstörung und TNT-Benutzung nur mit Absprache. Okay? Weil hier ist es mit TNT nämlich ein bisschen... Bin ich ein bisschen streng, weil Baggermensch hat nämlich hier mal auf den Server schon ziemlichen Kack gebaut. Hat da hinten ein bisschen rumgesprengt. Der Server wurde schon halbwegs gecrashed. Und hier unten ist ein kleiner Friedhof. Falls du irgendwas hast, worüber du traurig bist, kannst du hier ein Kreuz machen und ein Schild drauf machen, wenn du irgendwas verloren hast, worüber du traurig bist. Patty und Verbrande haben schon ein geliebtes Tier hier geschrieben, was man verloren hat. Und hier das Kreuz hier in der Mitte da, das ist meins hier, wo ich vorstehe. Da ist das Meerschweinchen Foxy, das habe ich sehr geliebt. Das habe ich sehr geliebt. Ist leider gestorben. Früh verstorben. Und jetzt habe ich ein anderes, das ist auch kuschelig, heißt Revi. Mhm. Ja. Und hier vorne ist, das ist alles hier. Und das Leuchtfeuer, das hat eine ganz andere Bedeutung. Die Bedeutung heißt auf Deutsch, dass das praktisch der... Boah, wie schnell kannst du das denn? Ich kann das noch nicht mal. Boah, cool, ey. Und hier... Das Leuchtfeuer bestätigt die Sache, dass der Friedhof hier bewacht ist von den heiligen Pandas. Die Pandas hier auf dem Server sind heilig. Es darf hier kein einziger Panda gekillt werden. Kein einziger Panda. Weil die Pandas hier auf dem Server sind heilig. Das klingt zwar ein bisschen gaga, aber das meine ich so. Boah, Alter. Und der Bagger hat hier auch was gebaut, der Baggermensch. Aber ist nicht von Relevanz. Der ist ja auch so genug wie selten hier. Ja, du kannst hier auch dir irgendwo was aussuchen, was bauen. Oder was verbessern. Denn hier auf den Server, oh, da gibt's so einiges hier. Einiges. Ja, zum Beispiel hier. Das ist der Poolbereich hier. Hier kann man baden und schwimmen und chillen, wenn man es will. Dann hat man hier nebenan praktisch noch einen Ruheraum, wo ein Bett ist. Normalerweise wäre da auch noch ein blaues Bett. Aber ich habe es leider zerstört. Blaues Bett. Hier, blau. Und dann gibt es rein das Bett. Und jetzt ist es wieder perfekt. Und mein perfektes Bett. Und jetzt, hier unten sind Axolotl immer drin gewesen, aber das ist nicht von Relevanz. Ich schau mal hier. Was hast du da? Wenn du was brauchst oder eine Endertruhe was reintun willst, kein Problem. Dann hast du überall hier Endertruhen verteilt. Na zum Beispiel... Ja? Hier ist das End von den ganzen Pandas. Hier geht es zu den Pandas hin. Erstmal muss ich mal hier, so. So,
Enderperle teleportiere ich mich rüber. Ich habe keinen Bock zu fliegen. Oh. Das hier ist das ganze End der ganzen Pandas hier. Alle Pandas sind hier. Alle vertreten. Das hier ist die ganze Panda. Das ist eine große Panda-WG hier. Eine riesige Panda-WG. Und hier hinten, wo das Wasserbecken ist, hier und wo oben das Loch hier ist, hier unten in der Decke hier. Das ist von den Hauptpandas hier. Das sind die Pandas, die... Das ist zum Beispiel der Spielestern. Das ist der Wim. Und das ist der Panda Tower. Der Fortnite-Verräter. Das ist der Fortnite-Verräter. Und das ist der weise Wim. Ich begrüße dich herzlichst. Jetzt bist du offiziell, weil du hier Mitglied auf dem Server bist. Mitglied der Einsteiger. Der Einsteiger. Der Einsteiger. Anime Lord, du bist ja jetzt drauf. Phoenix war auch kurz da. Alter, geil. Da kann ich nichts für. Der Server ist manchmal ein... Das liegt... Oh, Mann! Scheiße, Alter. Und deswegen spare ich auch auf einen 2000-Euro-PC. Weil ich auch irgendwo mal Spiele spielen will, die man... mit Virtual Reality spielen kann. Würde ich auch Spiele spielen. Ich würde Minecraft auch mit Virtual Reality spielen. Mit VR würde ich auch wirklich Minecraft spielen. Boah, ja. Stimmt. Aber bei meinem Server ist das so, wenn bei einem die Internetverbindung scheiße ist, kriegt man einen, wird man gekickt automatisch, dann wird man gekickt. Frag mich nicht, wer das gemacht hat, das war wahrscheinlich Microsoft. Ich bin wieder online. Ja, und das hier ist das ganze End. Ich muss mal hier schauen hier. Es hat alles wieder funktioniert hier. Cool. Boah, scheiße! Ach, was soll's, egal. Danke. Ich mach gleich weiter, Phoenix. Ich muss erst mal noch auf den Akkustand schauen von meinem Smartphone. 45%. Das ist noch schmackhaft. Schmeckt so gut wie ein Döner mit einer Portion Ayran. Ja. Das schmeckt auch gut wie mit einer Portion Ayran. Und hier, das ist die ganzen Pandas hier, das ist deren zweite Heimat. Und ich verstecke hier auch ab und zu mal kleine Sachen. Und hier,
sind hier praktisch hier Barriers oben drauf. Die habe ich hier platziert wegen den Pandas hier. Die sind hier manchmal oben drauf und dann. Danke. Danke. Die Pandas, die gehen hier manchmal gerne oben rauf und gehen ins Wasser und kommen nicht raus. Da ist ein Panda auch schon mal. Muss ich ihn hier richtig rausschubsen. Und dabei ist er mir verstorben. Und hier habe ich ein paar Sachen, die ich gut finde. Schnee, TNT, Leuchtfeuer und diese Amethysten. Ach, Mann. Ich hasse diese blöden scheiß Touchscreens, ey. Zum Kotzen ist es mit dem Telefon. Mein Gott. Und diese Dings in der Ecke, die Kerzen, das habe ich mal so als kleines Easter Egg eingebaut. Das ist bei mir so, es heißt, das ist einfach bei mir so praktisch so kleine versteckte Sachen. Ich verstecke gerne hier Kleinigkeiten. Boah. Alter, bei mir ging das nicht so schnell. Alter, geil. Ich kann das nicht so schnell. Ich habe schon dermaßen viele Sachen auf dem Telefon drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es machen soll, Alter, umstellen. Ja, es ist doch okay, Phoenix. Ist doch kein Problem. Ja. Der hat Schmerzen. Ich habe leider kein PC, weil meiner, der ist uralt. Mein PC ist uralt. Taugt nichts. Und diese aggressiven Pandas sind bei mir in der Welt. Scheiße, das wollte ich überhaupt nicht. Hi, ist ein Baby. Eigentlich wäre das hier praktisch Inzest, wenn die praktisch miteinander alles rummachen, aber bei Pandas ist das nicht so, die wissen nicht mehr, wer ist. Aber ich habe hier im End bei den ganzen Pandas hier mir so viel extrem Mühe gegeben, das alles hier umzubauen. Alter, das hat Zeit gekostet hier. Deswegen hasse ich Touchscreens auch so. EG. Und deswegen gebe ich meine Runde Regeneration aus für die Pandas. Damit die funktionieren. Alter, mir tut alles weh. Und zwar gar nicht, mir tut nur der Magen höchstens sehr doll weh. Hä? Was denn passiert hier? Alter! Alter. Ne. Oh, ich hatte nicht gehört. Und dann ist hier sogar noch was von Anime Lord hier.
Hast du gerade die Credits an, Wickel? Das liegt daran, der Ender Dragon ist ja schon längst tot. Daran nichts wahrscheinlich. Der Ender Dragon ist ja schon längst tot. Den gibt's hier nicht mehr. Ich warte hier auf dich, hier vorne. Da wo die Lava ist, ich warte auf dich. Phoenix, ich warte auf dich und solange mache ich noch einmal kurz Musik an. Oh. Das hier hat Anime Lord gebaut. Das ist von Anime Lord. Der Server hier von mir, der ist sehr gefragt im Moment. Ich hole mir irgendwo mal einen Server mit 10er Slot. Und für den muss ich ungefähr 8,33 Euro dann bezahlen. Das mache ich gerne. Und den Server hier, den bezahle ich auch. Zum Beispiel, jetzt könnte Anime Lord hier nicht drauf joinen, weil der ist voll. Voll gebumst. Ja, mein Server ist voll. Ja, finde ich auch gut so. Zwei Leute zurzeit reichen. Du und Verbrando, das reicht vollkommen aus. Warte mal, da hinten in der Burg wollte Verbrando was zeigen. Und die Bahn hier, die Strecke, die hier unten ist, die habe ich mal hier hingeschustert. Das war eine Schweinearbeit. Und die geht von hier hinten. Deswegen hasse ich Touchscreens auch so. Von hier kannst du bis nach da ganz hinten durchfahren. Von hier hinten. Bis nach da hinten hin zur Haltestelle, zur Bahn. Das hier ist nämlich die Wikingerbahn. Das ist so, wie die Lore ist und dann... Ja, du kannst doch schon mal los, aber so ähnlich war. Oh, scheiße! Bist du auch gerade aus dem Server geflogen? Ja, der Server ist wahrscheinlich gecrashed. Und das habe ich dir gesagt, der hat einen Crash gehabt. Ja, dieses kleine Arschloch ist abgestürzt. Mal sehen, wo ich wieder bin. Und das ist leider... Siehste, jetzt ist man wieder da, wo man vorher war. Vielleicht hat er irgendein... Vielleicht konnte der Server eine Sache nicht ab. Dieser Server ist ein leistungsschwacher Furz. Ich habe hier eine Lore drin gehabt. In den Equipment von mir. Alter, geh doch mal weg, Discord. Dann geh ich doch mal hier schnell hin und dann... Jetzt funktioniert's. Und die Bahn hier unten, die habe ich auch gebaut hier unter. Das geht unters Wasser und im Haus runter, dann hier ganz durch und dann hier bis ganz hinten zur Haltestelle und dann ist da...
Der Server hier kann auch jederzeit. Der ist gecrashed eben. Der ist gecrashed. 100 Pro. Gecrashed. Und beim. Das sind auch Barriers hier. Hier vorne hinter. Da habe ich Barriere hingemacht. Ja, danke. Schaue ich mir dann nachher an. Jetzt im Moment noch nicht. Ich gehe jetzt hier erstmal auf den. Dann haben wir hier unten auch noch eine kleine Kneipe. Hier. Das ist eine kleine Kneipe. Und das Licht hier oben, dieses Leuchtfeuer, was ich da drauf bezeichne, das bezeichne ich als Bar. Oh, wird hier schon wieder die Tür aufgelassen. Das kostet mich wertvollen Redstone. Ich hätte anzubieten Wasser, Honig, Fleisch, Milch und eine goldene Karotte. Oder eine spezielle Spezialität hier draußen. Cola, Zero Zucker. Was möchtest du trinken? Ich mach gleich. Erstmal muss ich noch alles wieder entfernen aus dem Equipment hier. So. Das kostet gar nichts, weil du Servermitglied bist. Und jetzt mache ich den Kühlschrank erstmal zu. Dann mache ich hier. Das ist die Disco hier. Die hat Verbrando mal gebaut hier. Ich schaue mal nach, wo. Hier oben ist der Plattenspieler. Und dann hole ich mir erstmal noch eine Schallplatte hier raus hier. Mhm. Ich muss mir erstmal noch eine Schallplatte holen. Hier ist alles immer so komisch durcheinander. Hier da, Schallplatte, hier Springer, bla 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 bla, Einkaufszentrum, hier mal sehen, was das hier ist. Ja, langweilige Scheiße. Boah, hat Minecraft langweilige Mucke hier drin. Schwabbelscheiße. Das hier. Was hat Minecraft denn hier für eine Scheiße eingebaut? Ich habe mal hier so einen richtig geilen Track gehabt und
Bin gleich da. Scheiße. Dann das nächste Emote ist Ich bin wieder da. Boah, geil. Ich werde jetzt erstmal noch mal kurz gucken hier und dann. Oh, 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 Alter. Hast du schon Fabrandos Burg gesehen hier? Die Burg von Fabrando. Und sein Häuschen. Zum Beispiel die Burg hier von Fabrando hier, die hat er alleine gebaut, hier die Burg hier, das hier, das hat er alles alleine gebaut. Das hat er alles alleine hingeschustert. Und dann gibt es hier hinten unten auch noch einen Pool, den habe ich gebaut hier, den hier. Und Fabrando hat mit mir zusammen die Dinger hier hingebaut, die, wo man springen kann. Das ist Fabrandos Werk. Und hier vorne ist auch noch so ein, eine kleine Kirche, auf die ich wirklich stolz bin, dass die Fabrando gebaut hat. Und falls du hier vorne solche Amethystenblöcke sehen solltest, Das mach ich immer, weil Server bewerten, ist Bewertung hier auf dem Server. Und das hier ist die Kirche, die Fabrando gebaut hat hier. Die Kirche, die hat er selber gebaut hier. Alles selber. Bis auf den letzten Punkt. Alles selber. Zum Beispiel hier oben sind ja zwei Kreuze andersherum und eins richtig herum. Das steht für die satanistische Panda-Kirche. Und dann steht das sogar einmal für die Pfandkirche. Ist das normale Kreuz. Und das, die beiden umgedrehten Kreuze sind für die satanistische Panda-Kirche. Aber die habe ich nicht richtig ausgebaut. Das ist einfach nur so ein Schnee. Kleines Schneedings. Du kannst ja auch jederzeit was bauen, Phönix. Du kannst dir jederzeit was bauen, Phönix. Sag mir mal, ich bin zum Beispiel offline, dann kannst du so viel bauen, wie du möchtest. Stört mich nicht. Der Server ist immer on. Ist niemals aus. Der läuft rund um die Uhr. Und das Bauwerk hier mit diesen ganzen Amethystenblöcken hier. Das hier. Das ist ein großer. Es ist eine. Habe ich mir mal abgekupfert von einer Sendeanlage. Du weißt schon, wo Radio und Fernsehen übertragen wird. Das ist praktisch hier.
für Radio Minecraft 88.5. Und diese Blitzableiter sind diese Rundfunkantennen, habe ich mir so ausgedacht. Und diese Dinger hier vorne, das ist der Empfang für den Richtfunk. Das habe ich mir einfach so aus Spaß ausgedacht. Ich habe gedacht, wenn es schon Musik hier in Minecraft läuft, dann denke ich mir, dann könnte man das doch so machen, dass es hier so aussieht, als ob ein bisschen Musik da drin und ein Radiosender kommerzieller. Und hier ist ein kleines Lagerhäuschen von Fabrando hier. Hat er sich auch mit Mühe aufgebaut hier. Das alles hier. Mit richtig viel Mühe. Und da fehlen noch ein paar Sachen, aber hier unten gibt es auch noch eine lustige Sache. Da kannst du zum Beispiel mit Wasser runter und mit Seelenerde wieder hoch. Boah. Alter. Das ist geil. Das ist geil. Das ist ein guter Aufzug. Das ist ein cooler Aufzug. Und hier. Dann gibt es hier noch... nichts Tolles zu sehen, das war eigentlich schon fast alles hier, aber hier auf dem Server kann man viel entdecken, zum Beispiel, ja, ich zeig's nur einmal kurz noch und dann muss ich demnächst auch Sendeschluss machen, weil falsche Richtung, Mann ey, weil mein Essen ist nämlich bald fertig. Na, hier unten, wo das Leuchtfeuer ist, hier da, ist ein Labor oder sowas ähnliches, was man von Brando gebaut hat. Und dann hier, sich einfach hier fallen lassen, hier unten rein. Und dann sieht man das, was von Brando gebaut hat. Man muss hier mal die Tür aufmachen und dann sieht man das hier unten. Das ist hier alles... gefährlich, was da drin ist, das sollte man nicht berühren. Deswegen ist das hinter Glas. Hier. Und das ist sein Labor hier. Sein Labor. Nichts drücken, nur mit Erlaubnis vom leitenden wissenschaftlichen Dr. Fabrando. Hier darf man nämlich nur was machen, wenn man die Genehmigung dafür hat hier. Danke. Denn hier kannst du Sachen machen hier. Die sind wahnsinnig viele Sachen. Hat er mal ausprobiert mit mir hier. Alles. Hat es mir mal gezeigt, aber... Und hier ist irgendwie so ein Tagungs- oder Besprechungsraum. Und hier drinne, was weiß ich nicht mehr genau, was das hier ist. Aber das ist ein sehr schönes... Schön hier, da könnte man noch was Schönes reinbauen. Da könnte man mit Fabrando besprechen, was wir mal in diesem Geheimlabor so reinmachen könnten. Jetzt bin ich langsam schon ein bisschen müde. Tut mir leid, langsam bin ich auch schon müde. Ja, und tut mir leid, ich bin jetzt schon etwas kaputt. Ich gehe jetzt erstmal offline. Ich werde jetzt Reggie raiden, okay? Ich raide jetzt erstmal Reggie und dann sehen wir uns danach hier im Stream von Reggie. Dann werde ich erstmal einen Raid reinhauen. Das geht hier ganz einfach. Für mich hier.
So. Seid ihr in diesen Dings drinne, in diesen Zollrückwärtslauf-Dings? Das ist gut, dann sehen wir uns auf. Dann sehen wir uns nachher. Tschüss, bis später, meine kleinen Mini-Freunde.